Alles beginnt unter dem Eis. Das sagen die Prokyoner. Und sie werden uns heute eine ganz heftige Botschaft überbringen, in der wir der Wahrheit ins Auge sehen dürfen und auch so ein bisschen noch mehr hinter dem Schatten schauen dürfen, was hier im Hintergrund auf der Erde geschieht. Eine sehr, ja, mich hat so fast umgehauen, diese Botschaft, aber es ist einfach wichtig, dass wir informiert sind und dass wir auch wissen, wie es weitergehen kann für uns, wie wir durch diese große Aufstiegsphase hindurchkommen. Ihr werdet Edrim, den Kommandeur von Prokyon, kennenlernen. Er wird uns diese Botschaft überbringen. Also bleibt dran, es ist äußerst wichtig für alle Menschen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind mit unseren Partnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und wir sind eins der größten Online-Portale für spirituelle Weiterbildung. Und wenn du immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, darfst du meinen Kanal am besten jetzt gleich abonnieren und ich danke dir jetzt schon dafür. So, und jetzt komme ich zu dieser geheimnisvollen Aussage, es beginnt unter dem Eis. Was könnte das sein, habe ich mir überlegt, denn diese Botschaft habe ich bekommen, es beginnt unter dem Eis. Dann habe ich nachgefragt, es ist also so, dass die Prokyoner zu mir gesprochen haben und ihr wisst vielleicht schon, wenn ihr das erste Video angesehen habt über Prokyon, dass die Prokyoner, die Hüter und Wächter des Universums sind und extra dafür ausgebildet sind, uns Menschen zu unterstützen. Und sie sagen, es beginnt unter dem Eis. Jetzt, wenn wir in die Antarktis gehen oder wenn wir nach Sibirien gehen, dort befinden sich ja, oder jetzt seht ihr hier im Hintergrund die Eisberge. Wir machen also so einen Ausflug, einen Flug durch die Eisberge in dem Video hier, einfach um euch die Stimmung zu vermitteln. Und dann fühlt man jetzt bei dieser Aussage, es beginnt unter dem Eis, dass da etwas Besonderes ist. Und die Prokyoner haben gesagt, sie haben unter dem Eis bestimmte Zentren gebildet, bestimmte Höhlen sind dort, bestimmte Gänge und alles ist unter einem extremen prokyonischen Schutzschild, so dass niemand von außen dorthin kann und auch nicht ausspionieren kann. Dass das, was sie dort tun, das sind Apparate, energetische Apparate der neuesten Technologie, der galaktischen Technologie dort stationieren, die in erster Linie die negativen Energien transformieren und wenn es nötig sein sollte, dann auch noch mit anderen Techniken uns Menschen direkt unterstützen. Sogar auch im Einzelfall, das wurde es gesagt. Also dieses System unter der Erde ist miteinander verbunden mit solchen Gängen und sie sind da sehr aktiv. Sie sind auch mit ihren Raumschiffen hier um die Erde herum natürlich stationiert und Edrim, der Kommandeur der Friedensflotte, wird uns eine, ich sag mal, bahnbrechende, sehr direkte Botschaft bringen. Da kommen wir nachher gleich dazu, die bestimmt vielen von euch die Augen öffnet und aber auch gleichzeitig vermittelt, wir sind geschützt. Und das Einzige, was wir zu tun haben, und das ist, wenn man es so nimmt, eigentlich was ganz Banales, denn es reicht, wenn wir in unserem Herzen bleiben und vertrauen. Sie sagen, wir sollen nicht in die Angst gehen, wir sollen wirklich versuchen, egal was passiert, denn es wird jetzt, werden immer neue Szenarien entstehen, die Angst machen sollen, sag ich mal. Und je nachdem, wer da ein bisschen empfänglich ist, wird in die Angst hineingehen, es sei denn, er weiß oder er hinterblickt das, er kann hinter den Schleier schauen und merkt, dass das wieder nur etwas ist, um die Menschen beeinflussen zu möchten. Und genau das sollen wir wissen und beachten, in unserem Herzen bleiben. Wenn wir dies tun, machen wir das der Gegenseite dermaßen schwer und stärken das Licht kolossal, dass wir den Aufstieg in das Licht
sehr, sehr, sehr unterstützen. Und das ist ja auch unsere Aufgabe. Jedoch ist es eine schwere Aufgabe. Ich weiß das und die Prokyone oder alle anderen lieben Sternenwesen wissen das auch. Sie sind ja deswegen bei uns und helfen, wo sie nur können. Auch wenn wir jetzt schon wirklich lange Jahre darüber sprechen und manche sagen, ach, es ist doch immer das Gleiche. Vergesst nicht, dass genau das Gleiche so wichtig ist. Und dass diese, und wenn ihr schaut in die Gesellschaft, was die ganze Zeit passiert, ist es noch mal mehr wichtiger, wirklich in seinem Herzen zu bleiben. Und ich weiß ja, dass ihr, die hier meinen Kanal schaut, dass ihr da ganz stark seid, dass ihr ja die Lichtarbeiter sind, die da dem System ausweichen, die wirklich genau wissen, um was es geht. Und die Prokyona, wir werden diese Botschaft gleich hören von Etrim, die ist sehr direkt, sie ist sehr klar und sie sagt aber auch sehr klar, bleibe du in deinem Herzen. Bleibe dort, wo deine göttliche Flamme ist und verbinde dich so mit dem Alleinen, das ist dein Schutz. Und dann kann uns nichts passieren. Das ist der Weg, den wir zusammen gehen wollen. Und das, was unter dem Eis beginnt, das ist die Hilfe, die uns dann einfach ereilt in dem schlimmsten Moment, der überhaupt passieren könnte. Dann ist die allergrößte Hilfe, kommt dann von da. Und wir werden dadurch in Licht und Liebe gehüllt. Und es wird sich zum Guten wenden, ihr Lieben. Jetzt würde ich sagen, fangen wir an, dass ich euch mal genau Etrim vorstelle. Das hatte ich ja vorbereitet. Hier seht ihr Etrim. Ihr seht, wie er in seiner fast majestätischen Art, wie er dasteht und sagt, hier bin ich, hier bin ich, ich bin für euch da, meine starken Schultern. Ihr könnt mir vertrauen, ich bringe euch das Licht. Ihr seht im Hintergrund oben auch noch die Raumschiffe angedeutet als Licht von seiner Flotte. Und er ist, ich bin gespannt, was ihr mir dazu sagt, er ist sehr majestätisch, selbstbewusst und vertrauenerweckend und stark. Und genau diese Hilfe brauchen wir. Und genau das ist es, was wir von den Prokyonern bekommen, diese wundervolle Unterstützung. Und er wird auch auf meinem Kartenset sein. Also wenn das dann fertig ist, Ende August, könnt ihr sogar über das Kartenset ihn nochmal bei euch zu Hause anschauen, ihr Lieben. So, und jetzt fangen wir auch gleich an. Ich schalte mal wieder zurück. Gleich an mit der Botschaft, mit dem Channeling. Ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen, denn es ist wirklich erstaunlich. Und ich freue mich sehr, wenn ihr mir danach, nach dem Channeling, nach dem Video unten in den Text reinschreibt, wie ihr es empfunden habt und ob es euch besser geht, ob ihr mehr im Vertrauen seid, denn er bringt auch sehr, sehr viel Vertrauen. Und es wird natürlich auch eine Prokyon-Schule geben, wo wir ganz spezielle Techniken lernen werden, um uns zu schützen und um auch diese Fremdbeeinflussung, um da nicht anfällig dagegen zu sein, sondern uns diese ganze Fremdbeeinflussung, die ja so sehr abläuft im Kollektiv, dass wir die außen vor lassen und unseren Weg nach unserer Wahrheit gehen. Das ist einfach das Ansinnen und das, was uns ans Herz gelegt wird. Infos findet ihr unter dem Video, ihr Lieben. Und jetzt sprühe ich mich mal ein mit der Sternensaat-Energie einfach, um ganz nah zu den Prokyonern jetzt zu sein und um euch die Botschaft in der höchsten Energie und dem größten Schutz überbringen zu dürfen. Geliebte Menschen, geliebte Menschen der Erde, wir hören gleich die Botschaft von Etrim und ich bitte jeden Einzelnen von euch, einen tiefen Atemzug zu nehmen und zu spüren, wie das Licht der Liebe sich ausbreitet in eurem Herzen
und euch in die Schwingung des Lichtes hineinträgt. Beginnt nun diese Schwingung zu halten, denn ihr werdet jetzt die Botschaft von Etrin zu hören bekommen. Mit dem Segen des Lichtes von Procyon begrüße ich euch, liebe Menschen der Erde. Seit sehr langer Zeit beobachten wir das, was bei euch geschieht. Und wir können sagen, dass sich die Gegenseite immer neue Dinge einfallen lässt, um euch gefügig zu machen. Wir haben festgestellt, dass man möchte, dass ihr die Menschen nichts wissen dürft und nur konsumieren sollt. Die Gegenseite trägt den Wunsch, Krieg, Epidemien, Knappheit und Notstand auf der Erde zu erzeugen. Dies sind alles Mittel, um euch, ihr lieben Menschen, in Angst und Schrecken zu versetzen und gefügig zu machen. Man möchte euch dazu bringen, in ständiger Angst zu leben, um euch manipulieren zu können. Das Ziel ist es, euch alles vorzuschreiben, was ihr tun sollt und wie ihr leben sollt. Das noch größere Ziel ist es, eine neue Menschenrasse zu erschaffen, indem man eure DNA zu manipulieren versucht. Dies kann aber nur gelingen, wenn alle Menschen auf der Erde in ständiger Angst gehalten werden und dadurch gefügig sind. Denn diese Menschen, welche in der Angst sind, lassen sich sehr leicht in die Irre führen. Und sie stellen keine Fragen. Der Plan der Gegenseite ist, ihre Macht über alle Menschen erreichen zu können. Dafür wird es weitere Angriffe auf euch geben. Es werden neue angstmachende Szenarien erfunden werden, um genau die Menschen zu erreichen und zu manipulieren, welche sie bisher noch nicht erreichen konnten. Wir wissen aber, dass die meisten von euch diese Maßnahmen durchschauen werden. Wir vertrauen euch. Und ihr solltet auch wissen, dass jegliche Angst aus dem Ego herauskommt und nicht aus dem Herzen. Denn im Herzen sind wir alle über unsere göttliche Flamme mit der göttlichen Liebe verbunden und tragen den Schutz des All-Einen. Ich, Etrim, der Befehlshaber der Friedensflotte, einer Flotte von Schiffen des Planeten Procyon, die derzeit die Erde umkreist, bin bei euch. Und wir werden nicht zögern, euch zu retten. Wir haben bestimmte Systeme für euch vorbereitet, die unter der Erde existieren, um euch ganz nah zu sein. Denn es ist die Aufgabe der Procyoner, euch zu helfen, die Hintergründe der großen Manipulation zu erkennen, welche seit einiger Zeit bei euch begonnen hat. Wir werden euch vor Schaden bewahren, vor denen, die euch Unrecht tun möchten. Ihr solltet unbedingt erkennen, dass es nichts gibt, vor was ihr Angst zu haben braucht. Ihr solltet mutig sein, eure Augen offen halten und auf euer Herz hören. Dann werdet ihr sehen, dass es nichts gibt,
wovor ihr Angst haben müsst. Wir, die Prokyoner, werden helfen, diese große Manipulation zu durchschauen und in Frieden und Freiheit zu leben. Wir werden euch vor der gefährlichen Fremdbeeinflussung schützen und die negativen Schwingungen transformieren. Wir zeigen dir den Weg zu einer neuen, friedlichen und freien Welt. Wir sind deine Freunde. Wir sind die Friedensflotte. Wir sind die Prokyoner. Wir sind für dich und alle Menschen da und wir werden nicht zulassen, dass euch etwas passiert. Das Licht von Prokyon leuchtet auf uns alle, auch auf dich. Lieber Mensch, liebes Volk der Erde, vertraue auf uns und folge unserer Führung, dann wird alles gut. Ich danke dir und ich danke euch mit dem Segen des Lichtes. Friede sei mit euch. Das war die Botschaft von Edrim. Und ich glaube, ihr habt gespürt, wie er genau weiß, was er sagt und wie er genau weiß, dass die Hilfe von Prokyon sehr stark sein wird. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit, eine Herzensumarmung und schreibt mir, was ihr in der Botschaft gefühlt habt. Schreibt es mir unten rein. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.